Stellt euch vor, aus dem Nichts wird im Internet jeder mögliche Mist über euch erzählt und verbreitet. Absolut alles, was man von euch leaken kann, wird geleakt. Euer Gesicht wird geleakt, eure Adressen, Auto, Kinder, Kita-Platz, Name, alles, was man von euch leaken kann, wird geleakt. Ihr versucht euch zu verteidigen, erzählt eure Story, belegt, was ihr belegen könnt mit Beweisen, Berichte, Fotos, alles, was ihr könnt. Trotzdem glaubt man euch nicht. Trotzdem werdet ihr nonstop bedroht und beleidigt. Alles, was ihr sagt, wird verdreht und es wird nur noch mehr Mist erzählt. Und ihr gebt am Ende auf, gebt euch als geschlagen und verschwindet aus dem Internet und ihr habt schon alles verloren, es gibt nichts mehr, was man verlieren kann, es ist schon so schlimmer geht's nicht mehr. Dann gebt ihr auf und verschwindet aus dem Internet und man lässt euch trotzdem da nicht Ruhe, ihr seid schon am Ende und es wird auf euren Kopf rumgetanzt. Würdet ihr das so hinnehmen oder würdet ihr euch wehren? Wenn jemand Bilder von eurer Mutter liegt, sie beleidigt, sich über sie lustig macht und dann andere Leute diese Bilder nehmen, irgendwelche ekelhaften Edits mit diesen Bildern machen, wo man irgendwie eine Flasche an den Mund hält oder was auch immer, sich über sie lustig machen, das überall verbreitet wird, wenn man das mit eurer eigenen Mutter macht und dann die Person, die das gemacht hat, ins Ausland flieht, sich versteckt und in irgendeinem Versteck weiter im Internet einfach das macht. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun, wenn das mit eurer eigenen Mutter passiert? Wie würdet ihr euch verteidigen? Dann weiter Adressen liegt, die Adresse von eurer Mutter liegt, den Namen liegt, alles Mögliche, was man liegt, über euch liegen kann. Wie würdet ihr euch verteidigen? Die Person ist geflohen in irgendein Ausland und macht das. Wie würdet ihr euch verteidigen, wenn man euch sowas antut? Würdet ihr dann einfach rumsitzen und nichts tun? Wo waren alle, als er sich ein Kreuz auf seinen Rücken tätowiert hat, seinen eigenen Glauben verspottet hat, ihn verlassen hat, seine eigenen Kinder beleidigt und gedroht hat, als jede Nation auf dieser Welt beleidigt hat, als er für Geld für Drogen gesammelt hat, als er genau die Sachen über mich gesagt hat, die in diesem District gesagt wurden. Wo waren da alle? Und jetzt werden irgendwelche Kopfgelder ausgesetzt. Jedes Mal, wenn ich was gepostet habe, hat mir Zeus Mäus, wie auch immer, aufs Neue gedroht. Ihr habt ja mitbekommen, er hat sehr intime Bilder von mir gelegt, was definitiv eine der schlimmsten Sachen an dem Ganzen für mich war. Hatte mir jedes Mal aufs Neue gedroht, dass er noch mehr von mir leaken wird, dass er noch mehr Bilder hat und Videos hat. Und ich weiß, dass er solche Sachen von mir hat, weil er mich oft heimlich fotografiert hat, auch beim Schlafen oder was weiß ich was. Ich weiß, dass er solche Sachen von mir hat. Und ich habe ihm noch immer gesagt, er soll diese Sachen löschen, weil ich nicht wollte, dass er auf seinem Handy hat. Und er meinte immer zu mir, ich bin der Mann, ich darf sowas von dir auf mein Handy haben. Und ich meinte, nein, ich will das nicht, weil was, wenn jemand dein Handy klaut oder dein Handy verlierst, dann haben andere Leute diese Bilder von mir. Ich wollte immer, dass er die löscht, aber hat er halt nicht gemacht. Und weil ich wusste, dass er solche Sachen von mir besitzt, hatte ich immer halt unglaublich Angst vor dieser Sache. Hat mir auch gedroht, dass er diese Sachen liegen wird und dass er noch weiter Scheiße über mich erzählen wird und noch mehr ekelhafte Sachen über mich erzählen wird. Und er hat auch gesagt, dass es angeblich Videos von mir und San Diego gibt, was es aber nicht gibt. Das ist maximaler Bluff, sowas existiert nicht. Er hat irgendwelche Fake-Videos veröffentlicht und die Leute, diese Menschen in diesem Video sehen nicht mal aus wie ich oder wie er, aber trotzdem hat es das im Internet verbreitet und viele hatten einfach den Glauben, dass ich das war, und das war für mich persönlich einfach sehr, sehr schlimm.